euren Einwohnern die Baumaterialien entzogen. Und mit diesen Worten heiße ich euch ganz, ganz recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Anno 1602, Erschaffung einer neuen Welt, meine Lieben. So, was ist denn in der letzten Folge passiert? Also, wir haben es mit dem Pirat zu tun gekriegt. Menschenskinder, kommt doch mal hier. Da sind die Drecksäcke. Die haben uns leider sich auf unsere Insel angesiedelt. Das heißt, Frieden ist mit denen jetzt leider nicht mehr möglich. Da kannst du noch so viel beschreiben, wie du willst. Das heißt, wir werden auf jeden Fall die auf jeden Fall fertig machen. Also wir werden die Sente vertreiben. Wir werden die hier ausrotten und dann machen wir sie komplett fertig. Aber erstmal müssen wir sehen, dass wir hier so weitestgehend die Versorgung stabil kriegen. Warte mal kurz. Wir müssen auf jeden Fall noch sehen, dass wir hier nochmal Alkohol anbauen. Ihr werdet von Piraten angegriffen. Der Alkohol geht zur Neige. Ja, ich weiß. Aber was soll ich machen? Setzt die Vorsegel! Dass die uns gerade gefehlt haben, das war wieder so klein gewesen, dass die ein Schiff kommt. Wurde repariert. Aber willst du machen? Stoffe hin runter. Dit geht runter. Mann, ey, das darf nicht wahr sein. Haut doch mal ab, Alter, ihr Mistviecher. Wie voll ist das Ding? Das ist voll. Hier, guck mal. Setzt neuen Kurs. Bevor du die Zigaretten kriegst, Junge, versenke die lieber. Ei, ei, Captain! Ei, ei, Captain! Jetzt habt ihr große Fresse, aber jetzt. Das Blatt wird sie wenden. Dauert zwar noch ein bisschen, aber wird sie wenden, mein lieber Freund. Definitiv wird sich das wenden. So, okay. Dann können wir jetzt wieder jetzt hier die Werkzeugproduktion anschmeißen. Haben wir schon eine Kanonengießerei? Können wir die schon aufbauen? Ja, können wir.
Es mangelt an Alkohol. Wir brauchen auf jeden Fall noch mal ein bisschen mehr Alkohol. Ja, wir haben mal gucken. Aye, aye, Captain! Die Wanten! Der Alkohol geht zur Neige. Oh, das ist so kicken, immer, du Schwein. Setzt neuen Kurs! Anker lichten! Die Rache kommt, mein Freund, die Rache kommt. Und die ist nicht so knapp. Scheiß Piraten, nur wie die lenken kann, nur wie ein Pickel am Arsch oder. Och nö! Freibeuter lauern euch auf! Och nö! Alter, jetzt langs mir, Alter! Anker. Ihr spinnt ja wohl langsam, oder was, ihr Missviecher? Bah! Das Schiff wurde repariert. Das Volk bekommt kein Baumaterial. Drecksviecher. Warum könnt ihr nicht eine andere Insel nehmen? Ihr müsst die Burten ja oder? Ah ja, stimmt, aber hier Jolt ist, stimmt ja. Ja, jetzt will ich mich wissen. Jetzt will ich mich wissen. Und weg mit dir, tschüss. Jetzt will es das Spiel wissen. Nicht so einfach, aber na gut. So, gut. Anker lichten! Oh oh. Oh oh. Oh oh.
Es mangelt an Alkohol. Was brauchen wir für ein Weingut? Ich habe gesagt, Weingut. 2 Werkzeug. Wie viel Holz, wie viel Steine habe ich denn hier oben? Stein und Werkzeug also hoch. Es mangelt an Alkohol. So, okay. Komm mal her. Komm. Wir bauen erstmal kurz zur Not. Halt, nein. Freibeuter lauern euch auf! Genau, das solltet ihr nicht machen. Verdammt. Okay. Da jetzt ist alles schief, was nur schief laufen kann. Eieieiei. Könnte so viel einfacher laufen, wenn die scheiß Piraten nicht wären. Komm, fahr weiter. Oh, warte mal. Der Alkohol geht zur Neige. Ja, ich weiß. Wie sieht's hier aus? Nahrung. Und Stoffe bringen wir rüber. Und Stoffe lassen wir rüberwachsen. Es fehlt an Stoffen. Ja. Ich bin dabei. Ihr habt euren Einwohnern die Baumaterialien entzogen. Und das aus gutem Grund.
3 Städte, 500 Aristokraten. Oh, 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 oh. Das kann noch sehr spaßig werden. Bis jetzt sind wir die Jagden, aber das Blatt wird sich noch zu uns mit unseren Gunsten wenden. Schiffsreparatur beendet. Aye, aye, Captain! Setzt die Vorsegel! Warte mal, nehmen wir noch 50 Tonnen mit. Nehmen wir hier. Ja, 27 Tonnen. Der Alkohol geht zur Neige. Alter, was saufen die? Was ja bei der keine Chance hier, ey. Komm, wir lassen das so. Wir müssen sowieso noch mal hier ausbauen.
Wir brauchen jetzt auf jeden Fall bald eine große Wehr. Freibeuter lauern euch auf! Setzt die Vorsegel! Du brauchst ja nicht so zu kicken. Setzt neuen Kurs! Da ist nichts drauf, kein Dreckschwein. Ei, ei, Captain! Jetzt eh aus, erholen sich die Stoffe langsam wieder. Ja, die Stoffe erholen sich, Nahrung geht auch hoch, Tabak hoch, Alkohol macht mir bloß Sorgen. Bloß hier lohnt sich der Anbau nicht, ist das Problem bei der Sache. Die Piraten werden auf jeden Fall von der Karte tilgen. Definitiv. Ja, ich weiß, ihr seid sauer. Schiffsreparatur beendet. Ei, ei, Captain. Aber wir sind am Aufbauen. Alter, ist die Hölle draußen schon dunkel, ey. Mann, 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 ey, der Herbst kommt immer näher. Wir bauen auf jeden Fall nochmal eine tiefe Erzmine irgendwie auf. Damit wir noch ein bisschen mehr Erz abbauen können. Gucken, geht jetzt hier? Nee. Aber hier können wir. Also hier können wir ihn hinbauen. Die Vorsegel! Halt. Es mangelt an Alkohol. Ja, ich weiß. Ich baue jetzt noch mal eine Farm auf. Dann haben wir 4 Farmen. Gut, die haben die trinken auch Alkohol, das ist das Problem. Setzt neuen Kurs. Anker lichten.
Bauen wir hier auch nochmal ein Weingut auf. Das ist mir jetzt egal, ob es jetzt hier ein bisschen ineffektiv ist. Hoppala. Weil, Hauptsache, sie bauen Alkohol ab. Ankerlichten! Setz die Vorsegel! Nicht da lang, komm hier lang! Wir werden jetzt noch mal dazu machen, dass die Folge noch ein bisschen länger wird. Ich werde jetzt mal hier das Erz drin stellen und dann werde ich diese Folge beenden. Okay, dann geht's los. Okay, zack, komm rein. So. So, meine Lieben, damit danke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge dann wieder. Ne? Also habt noch einen schönen Abend, schönen Tag und ich sage tschüss. Rainy home, meine Lieben. Spielstand gespeichert.